Hallo und willkommen bei Modelis. Hello and welcome to Modelis. Wir starten heute mit einem neuen Projekt, TU Starting a New Project. Wir werden die T45 von CMP, die für Impeller gedacht ist, in eine Turbinenversion konvertieren. We're gonna convert the T45 from CMP, which is meant to be an EDF jet for a 90mm EDF. We're gonna convert this plane into a turbine plane. Was brauchen wir dazu? What do we need? Of course we need the T45, natürlich brauchen wir die T45 von CMP. Da sehen wir den Rumpf schon für uns. Der Rumpf ist aus Glasfasermaterial hergestellt, das heißt dementsprechend ideal geeignet für Turbineneinsätze. The fuselage is made of fiberglass, so it's ideal for housing a turbine. We also need, of course, a turbine. Wir brauchen natürlich auch eine Turbine. Da greifen wir natürlich auf bewährte zurück. Wir verwenden unsere Haus- und Hofturbine, wie ich sie immer nenne, die Colibri. We're gonna use the Colibri turbine from Lambert. We got very good experience with this turbine. Works quite good and got enough thrust. This version got 2.5 kilos of thrust. Diese Version hat 2,5 Kilo Schub und wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit den Lambert-Turbinen gemacht in unseren Modellen und auch diese werden und deshalb werden wir auch diesmal eine Lambert-Turbine einsetzen. And of course this turbine is quite small. It's smaller than the JetCat, for instance. The JetCat B20 is larger, heavier and got less thrust. So the Colibri is probably the better turbine for this model. The Colibri ist durch die geringen Abmessungen und das geringe Gewicht prädestiniert für dieses Modell. Zum Beispiel im Vergleich zu JetCat B20 hat die Colibri das bessere Schub-Gewicht-Verhältnis, da die Colibri kleiner und leichter ist, aber mehr Schub produzieren kann. Weiters bekommt das Modell ein elektrisches Einziehfahrwerk. Ein elektrisches deshalb, da wir uns dadurch die gesamte Pneumatik ersparen. Entweder werden wir das E-Flight-Fahrwerk verwenden oder ein Fahrwerk, ein Scale-Fahrwerk aus China, das durch eine schöne Scale-Optik besticht und bereits passgenau für dieses Modell angefertigt ist. So we're gonna use one of these two electric retracts. We're gonna use electric retracts because it's easier to handle with the board electronics than having a pneumatic system also on board. Which of these two retracts is not sure yet. We got on one hand the E-Flight and we got the one from the China productions, and we probably will opt for the China version because it looks much better and it seems to be a little bit stronger, but it's also a bit heavier, and we're gonna test this before. Of course we have a pipe which have to be installed, and there are a lot of other things that have to be installed. Natürlich haben wir auch ein Schubrohr, das man hier sieht, das natürlich noch installiert werden muss und angepasst werden muss, und viele andere Details müssen noch angepasst werden. Es muss noch eine Turbinenhalterung angepasst werden, es müssen die Stellen für den Tank gefunden werden und die Tanks montiert werden oder der Tank montiert werden. Of course there has to be the turbine has to be fitted and also the tanks have to be fitted. We have to fit them probably somewhere behind the pilots because the center of gravity must be somewhere there. Wir werden die Tanks vermutlich irgendwo hinter den Piloten in den Rücken des Modells, sagen wir jetzt mal, montieren, da dort der Schwerpunkt sein muss und dort auch relativ viel Platz ist dafür. Wichtig ist immer bei Jets den Tank möglichst im Schwerpunkt zu haben, da natürlich der Tank, dadurch dass er leer wird, sein Gewicht verändert und dadurch den Schwerpunkt des Modells verändern würde. It's always important to have the tank in the center of gravity, because when the tank gets empty during the flight, it will change its weight. And this weight change will change the center of gravity, of course, if the tank is not in the center of gravity. And this will change the flight behavior of the plane
and we really don't want this. So the first things will be checking the places for the turbine and checking the places for the tank in the model. Als erstes wir machen werden, ist natürlich die Turbinenposition und den Tankposition bestimmen und davon ausgehend dann die ersten Einbauteile anfertigen. And depending on this locations, we have to make some wood parts for mounting, for a turbine mount and for the tanks, to mount the tanks in the plane. And yes, we're gonna see how this will work out. Okay, that's it for now. I hope you liked the new project and we will be keeping posting new videos. Ich hoffe, euch gefällt unser neues Projekt. Wir werden natürlich weiterhin Videos zu dem Projekt posten. Und ja, freuen uns natürlich auf Feedback. And so please comment and see you soon. Also bitte kommentieren und bis bald.